So, da wäre er wieder. Und in der Zwischenzeit ist mir was eingefallen. Wir könnten mal die ganzen Betten hier durchgehen und gucken, welche davon wirklich gut sind. Denn eigentlich sollten hier in dem Milizbereich ja nur das richtig gute Zeug sein. Das hier zum Beispiel. Was ist das für ein Symbol? Weg. 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 Und mit richtig gutes Zeug meine ich auch das von allerhöchster Qualität. Also nicht allerhöchste, das wäre ja ein Artefakt. Artefaktbetten werden wir nicht so viele bekommen. Aber die hier können erstmal alle weg. Denn die haben wir bisher den stinknormalen Zwergen gegeben und nicht den Milizleuten. Das heißt, wir müssen dann hier die Betten endlich mal fertig machen. So, und hier unten die Betten machen wir alle frei. So, nee, Hex darf sein Bett behalten. Setang Tong nicht. Wayne of Games nicht. Liberty Denied nicht. Evaun auch nicht. Und ich auch nicht. So, und dann gehört das Bett jetzt ab sofort einem anderen unserer Kämpfer. Webster. Ah, ja, der hat oben irgendwo schon Betten. Da ist Red Wolf, da ist Grompel. Die sind alle nicht belegt. Wo hat Webster sein Bett? Also das. Nee. Pankodos muss hier schon mal raus. Der muss hier im anderen Bett schlafen. Aber anscheinend ist er mit irgendjemandem zusammen. Ja, das wird noch anstrengend, das alles zurechtzumachen. Aber man kann Betten ja auch zwei Leuten zuordnen. Dann schläft er mal da, mal da. Na gut, also die Betten hier unten raus, die sind alle schon abrissbereit. Das ist gut so. Und hier oben bauen wir mal wieder ein paar Betten auf. Und wir achten darauf, dass keine guten dabei sind. Alles andere ist mir erstmal egal. Wie viel richtig gute haben wir eigentlich? Wir haben da oben ein Pinebett, ein Palmbett, ein Candlenutbett, drei Stück, die schon mal meisterhaft sind. Und wir haben eh nur vier Milizzwerge bisher. Also passt das ja. Das heißt, alles, was nicht meisterhaft ist, darf verbaut werden. So. Und dann können wir mal gucken, ob wir noch stinknormale Betten über haben. Also die hier mit einem Strich, die können auf jeden Fall weg. Und die hier, die so ein komisches Muster haben, da gucke ich mal ganz kurz. Die sind finely crafted. Das müsste also ein über dem mit dem Strich sein. Na gut, die können wir auf jeden Fall alle schon mal dann zum Händler schleifen und den Menschen mitgeben. Weil besser, wir geben es jetzt den Menschen mit, als es dann später aus Versehen den Elfen in die Hand zu drücken. Das muss ja nicht unbedingt sein. So. Hier noch eins, da noch eins. Und jetzt haben die auch erstmal genug zu tun. So, dann gehen wir zum Depot, fordern Gerugon wieder an und suchen jetzt hier mal Betten aus. Mal gucken, wo ich die finden kann. Nirgends. Deswegen gebe ich jetzt S ein für Selected und schreibe mal Bett. Das ist ganz praktisch. Hier kann man danach suchen, was man ja gerne verkaufen möchte. Weil es ist nicht alles unbedingt in diesen Unterkategorien einsortiert. Dafür ist dann halt diese Option da. Also das kann vertauscht werden. Das kann vertauscht werden. Das war's dann eigentlich schon. Haben wir dann noch irgendetwas, wovon wir zu viel produziert haben, was weg müssten? Ah, die Grates. Dann gehe ich wieder auf S. Great. Und verkaufe jetzt mal die qualitativ hochwertigen Gitter. Vielleicht wollen die Menschen das ja haben, man weiß ja nie. So, testweise nehme ich die anderen auch mal mit, um zu gucken, ob dieses komische geriffelte Muster wirklich eine Stufe höher ist als das da. So, und wo wir gerade dabei sind, haben wir noch irgendwas zum Vertauschen? Spielzeug hatten wir alles weggegeben, ne? Waffen, nee. Essen und Trinken wollen wir auf keinen Fall vertauschen. Nö, wir haben nicht wirklich irgendwas anderes über. Also gut, dann warten wir mal kurz ab, gucken, wie die ganzen Betten unten ab und oben aufgebaut werden. Und bis das ganze Zeug im Depot ankommt. Währenddessen kann ich hier unten schon mal wieder ein paar Fallen designieren. Nämlich da könnte jetzt noch ein neuer
eine neue Reihe von Käfigfallen hin. Das heißt, wir haben Käfigfallen, Käfigfallen, Steinschlagfallen, Steinschlagfallen, Käfigfallen. Wir müssen nur noch hoffen, dass die auch richtig laufen, die Goblins. Sonst haben wir ein Problem. So. Und die Frage ist auch, ob die Menschen die Gitter überhaupt mitnehmen können. Denn es kann sein, dass sie zu schwer sind. Denn die haben ja auch nur eine gewisse Anzahl an Gewicht, das sie mit zurücknehmen können. Und Girugon trinkt gerade, deswegen kann er keinen Handel treiben. Schade. Aber eigentlich müssten die noch eine Weile hier bleiben. So, Betten sind schon da. Sind unten alle weg? Nicht alle. Und da ist auch noch eins. Weg mit dir. Weg, weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Und ja, ich weiß, ich hatte die gerade erst zugeteilt. Aber ich wusste nicht, welche Qualität die haben. Also bauen wir einfach die Betten für die Miliz ganz neu. Also wir drücken jetzt BB. So, und jetzt nur die Master-Betten. Da und da. Und da. Und eigentlich haben wir noch ein viertes, oder? Nein, das vierte Master-Bett fehlt. Na gut, Kredas muss hier eh noch jede Menge Betten basteln, das passt schon. Ist Girugon jetzt endlich fertig mit Trinken? Ja, ist er, sehr schön. Also, die Betten bringen fast gar nichts und die Grades auch fast nichts. Und ich sehe im Händlermenü gar nicht mehr die Anzeige für das Gewicht. Das ist jetzt komisch. Also, normalerweise war hier unten eine Anzeige. Ah, doch, da, das erlaubte Gewicht. Ah, habe ich übersehen, okay. Aber da haben die 27.000. Da kommen wir mit unseren 15 Steinen, die so ein Bett wie gar nicht gegen an. Ja, schön. Dann gehe ich hier das Menü erstmal wieder raus. Und lasse jetzt ganz, ganz viele Grades, nämlich alle, dahin liefern. So, die verkaufen wir dann alle, auch wenn das nur 30 Zwergendollar sind. Aber wir haben es schon mal aus dem Port raus. Denn ich habe ja gesagt, wenn man nicht frühzeitig anfängt auszusortieren, und ihr wisst, wie schwer es mir fällt, auszusortieren von meinen anderen Projekten, dann ist das Fort irgendwann total zugemüllt und nichts geht mehr. Also, das waren die Grades. Jetzt haben wir noch die Betten. Da kann das noch hierher und das und das und das und die hier auch noch. So, dann lassen wir noch ein bisschen Zeit vergehen. Und die drei Milizbetten können wir schon mal zuordnen. Also direkt an der Tür kommt dann Hex, weil er ist ja auch der Anführer der Truppe. Dann müssen wir daran denken, dass der eine ja... Also Webster ist noch hier, den habe ich übrigens falsch geschrieben. Das habe ich auch gerade in den Kommentaren gelesen, das müssen wir auch noch ändern. Aber nee, Pankolos, oder wie er hieß, der schläft hier oben im anderen Raum. Genau, er hier. Das heißt, es fehlt nur noch einer und das wäre... Der, dessen Name man nicht nennt. Oder? Nein. Und hier sieht man nicht deren ganzen Namen. Das ist natürlich auch ärgerlich. Also wenn die ihn zu lang... Obwohl, die unten haben wir gar nicht benannt. Okay, schon gut. Ich habe nichts gesagt. Aber wo ist er? Ich suche den Grunt. Da. Der hatte irgendwo anders schon mal ein Bett. Oh. Der ist mit Webster zusammen. Na gut, dann brauchen wir das Bett hier auch nicht. Dann kommt das Bett halt doch. Also Webster und Azar sind da. Und Pankolos kann hier noch ein Bett haben. Das heißt, Pankolos hat ein Bett hier, wenn er im Dienst ist, und ein Bett da oben, wenn er frei hat. So, das ist mal dekadent. Wie ich sehe, sind keine Grades mehr unten bei uns im allgemeinen Haufen. Das heißt, wir dürften jetzt vertauschen können. Und... Die mit dem einen Strich bringen 20 und die mit diesem komischen Steinmuster bringen 30. Also ja, das ist denn die Reihenfolge. Strich, Steinmuster, kleiner Stern, 5 Balken und dieser große Stern. So, jetzt kann alles vertauscht werden. Die haben jede Menge Gewicht über. Den könnten wir sogar Steine verkaufen. So, wir haben jetzt 800, das ist nicht viel. Zumal er ja auch meistens 100% Profit haben will. Aber ist besser als nix. Das heißt, wir können uns irgendwas für 400 holen. Da ist doch vielleicht noch ein Bronzeschild drin. Haben wir noch ein Bronzeschild? Das sind alle Sachen, die wir denen vorhin gegeben haben. Die wollen wir nicht zurückkaufen.
Wir können noch eine Ziege oder ein Schwein kaufen. Aber eigentlich sind mir Waffen momentan wichtiger. Hier nicht. Copperpick, Bronzebogen, Bronzespeer. Nein, nein. Bronzepick. Ironpick, Ironpick. Die großen Sachen wollen wir auch nicht. Da ist das Bronzeschild und das andere, aber die kosten 540. Da ist ein Kupferschild. Na gut, wir versuchen das Bronzeschild zu vertauschen. Will er nicht. Okay. Dann nehmen wir das Kupferschild. Das ist besser als nix. Und dann nehmen wir noch irgendwas Kleines. Können noch ein paar Ballenstoff mitnehmen. So, also. Hätten wir es auch erledigt und unser Stockpile ist ein bisschen entlastet. Das ist auch okay. So, wir haben ganz viele Arbeitslose. Ich würde eigentlich ganz gerne Holz hacken, aber ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, dass wir das nicht mehr tun. Und wir haben jede Menge Holz. Also verbrennen wir mal das Holz im wahrsten Sinne des Wortes. Wir machen jetzt B und nicht W, sondern E für Furnaces. Und machen dann einen Wood Furnace. Da machen wir einen dahin. Und wir haben nur noch ein Schwert. Okay, das könnte problematisch werden. Wir sollten mal ein wenig tiefer buddeln. Nein, wir sollten ein wenig in die Breite buddeln. Das heißt, wir sollten eigentlich mal eine Mine anfangen. Eine Mine ist aber eine gefährliche Sache, weil dann stößt man zwangsläufig irgendwann auf die Höhlensysteme. Das heißt, wir sollten es in einem extra Bereich machen. Wie wäre es denn mit unserem Tunnel, unserem Turm Nummer 2? Da sind ja oben die ganzen Wohnbereiche. Aber nachdem ich das jetzt so breit gebaut habe wie hier oben, werden wir die ganzen Etagen hier alle gar nicht brauchen. Das heißt, wir gehen hier jetzt mal nach Norden und bauen das hier dann alles zu mit... Da machen wir ein bisschen größer. So, so. Ah, das ist okay. So, und in dem Gang hier bauen wir ganz viele richtig gute Waffenfallen. Also in Waffenfallen kann man bis zu 10 Waffen drin verbauen. Das macht eigentlich alles instant tot. Hier bauen wir also richtig viele gute Fallen hin, bauen mehrere Türen hintereinander hin und danach fangen dann die Minen an. Das heißt, wir werden von hier aus in alle Richtungen unsere Fühler ausstrecken, um das Stein zu bekommen, das wir dann gerne hätten. So, das heißt, wir bauen einfach von hier aus bis ganz nach oben einen langen Fühler. Sieht zwar nicht schön aus, aber es wird sehr viel bringen. Und es ist auch gerade in der Schicht, wo der weiße Gestein ist. Also das weiße Gestein. So, und dann machen wir nochmal in so 10er Abschnitten immer so einen hier. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Zack, zack. So, und dann gucken wir nochmal, was an Steinen dabei rumkommt. Die Schicht hier bestand eigentlich ganz aus Jet, richtig? Nee, aus Granit. Noch besser, Granit ist richtig schön weiß. Das heißt, wir gehen jetzt auf Z, auf Stones und Tab und sagen jetzt, Granit ist nicht mehr verboten. Dafür ist jetzt Jet verboten. Ja, Jet ist verboten, ich will keinen orangenen Stein. Jet ist auch verboten. Wie hieß das rote Gestein? Haben wir das überhaupt noch? Wir hatten ja hier irgendwo einen Steinhaufen. Genau der hier. Das rote Gestein heißt Kaolonit. Kaolinit. Also Stein. Ist das ein besonderes Gestein? Ja, Kaolonit kann man benutzen, um Lehmsachen zu bauen. Okay, also es ist eh verboten. Schön, schön. Das heißt, wir verwenden jetzt erstmal nur Granit. Denn Jet ist verboten, Chert ist verboten und Kaolinit ist verboten. Das heißt, wir werden nur das hier verbrauchen. Dementsprechend brauchen wir davon auch ganz viel, denn ich will ja, dass alles einheitlich aussieht. Aber gut, die Mine dürfte dafür genau das Richtige sein. Die war hier. Mist. Da sind jetzt noch Treppen nach unten. Na gut, dann machen wir hier jetzt Treppen nach oben. Und machen hier draußen Lager.
Ja, das ist jetzt kein bisschen symmetrisch. Das sollte dafür sorgen, dass wir gar keine Arbeitslosen mehr haben. So, das sollte auch nicht hier sein. X. So. Denn unsere Arbeitslosen werden jetzt durchgehend Steine schleppen. Wenn die Mine dann erstmal in Betrieb ist. So, das heißt, hier wird all unser Gestein zwischengelagert. Wir können später noch aussuchen, welches Gestein, aber erstmal ist es mir vollkommen egal, welches. Hauptsache, wir haben genug. Das ist auch eine komische Situation, da war ich noch nie, dass wir nicht genug Steine hatten. Aber vor ein paar Versionen haben sie es eingeführt, dass weniger Steine beim Abbauen rumkommen. Normalerweise war jedes abgebaute Feld fast ein Stein. Das haben sie jetzt geändert. Was auch ganz gut ist. So, es kommt aber kein Miner hier runter. Was machen die Miner? Die bauen eine Treppe nach oben und sind auf Pause. Ah, da unten sind sie. Schön, schön. Ja, so kommt unser Granit zustande. Auch wenn das jetzt ebenfalls verbraten wird für die Rockcrafts, also für die Steinkinkerlitzchen. Dafür finde ich es eigentlich schon fast zu schade. Oh oh. Das ist jetzt ein guter Cliffhanger. Unser Engraver Alan wurde gerade von einer komischen Macht übernommen, wird sich jetzt im Workshop suchen und wird ein Artefakt für uns basteln. Wenn wir denn die Gegenstände haben, die er braucht, um das Artefakt zu bauen. Wenn nicht, könnte es übel enden. Für ihn oder für uns alle. Ja, das ist doch richtig schön dramatisch gewesen. Also bis gleich.